Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, ihr seid gut angezogen. Warum? Ja klar, beim Podcast kann man nichts hören. Aber es geht heute um die Schickeria. Nicht nur Könige und Königinnen kehren zu Bayern, sondern auch die Münchner Schickeria. Und darum geht's heute. Macht's auf Pause, falls ihr nichts Gescheites anhabt. Ansonsten hören wir uns gleich. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Anhören. Bei mir ist jetzt der Sigi, Society-Experte für die Münchner Schickeria. Habe ich die Ehre. Grüß dich, Manni. Was Society-Experte? Na, bist du überhaupt nicht, gell? Nein, Schickeria, weiß ich nicht, was ich da heute dazu beitragen kann. Gekümmt, du bist eingegangen und hast schon gefragt, schick, Schickeria. Ja, mein, wenn ich Schickeria höre, dann muss ich erst einmal an Günther Siegel denken, gell? An den Günther Siegel? Günther? Was ist der Günther Siegel? Moment, meinst du den Ralf Siegel? Nein, nicht der Produzent, sondern ach der so, Günther Siegel. Achso, du meinst Siegel. Chef von der genau. Spider Murphy Gang. Da der weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob der Günther geheißen hat. Ich glaube, der hat Günther geheißen und der ist das, der das Lied Schickeria komponiert hat, geschrieben hat, gesungen hat und gespielt hat am Bass. Der ist übrigens ein gelernter Bankkaufmann, gell? Hast du das gewusst? Hör auf! Ja. Genauso wie ich. Ja, genau. Aber was hat der richtig gemacht und ich falsch? Der ist Musiker geworden und nicht bloß Podcaster. Ja, wahrscheinlich bist du ja derjenige gewesen, der in die Kneipen reingekommen ist, wo Schickeria drin war und er nicht. Das ist das Problem. Hast du das gelesen? Kennst du die Geschichte, oder? Hinter ja, dem Lied? Die haben es halt nicht reinlassen in Schickeria. Und das Lied beschreibt es in wenigen Worten klar und deutlich, was er da vorhält. Ja, da hat es eine Kneipen in Schwabing gegeben, die hat geheißen die Klappe. Genau. Und da wollten sie rein mit ihren Parker und Matten, mit den langen Matten, und dann hat er gesagt, da sind sie nicht reingekommen, weil auf einmal die Gorillas vor der Tür gestanden sind. Früher hat das nur Gorilla geheißen, heute heißt es, du kommst hier nicht rein. Ja, jetzt pass auf, ich habe das Wort, es hat ja dann einmal Türsteher geheißen, dann hat es einmal ein bisschen was vom Bouncer geheißen. Also was, Bouncer? Ja, das ist aus dem Englischen oder Amerikanischen. Und jetzt gibt es ein neues Wort. Jetzt heißt es Butcher. Nein, nicht. Butcher. Du warst ja gleich brutal. Abgeschlacht wird da keiner. Nein, irgendwie, das war auch so, wie wird das geheißen? Reiniger oder irgend so anderes komisches Wort? Aber Reiniger ist ja, wenn alles schon gar ist, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Ich war da dir da drin. Hat. Die Klappe gibt es ja gar nicht mehr. Pulp Fiction. 1982 ist die Single ausgekoppelt worden. Genau. Schickeria. Wahnsinn, gell? Du musst dir mal vorstellen, das ist jetzt, wie lange ist das jetzt her? 40 Jahre. Mhm. Fast 40 Jahre. Spinnst du. Ja. Aber all wenn nur aktuell, gell, all das noch, Thema. Also auf der Tanzfläche, wenn ich bin und das Kind das Schickeria lernt, dann ist es vorbei. Oder nein, also so, dann geht es erst an und ist vorbei mit der Ruhe. Ja, weil seit drei Generationen, jeder hat irgendwo irgendwie ein Schickeria miterlebt. Jeder singt das, gell? Ja, das Liedl allein, aber dieses Umfeld und so weiter, diese Schickeria eben, das ist scheinbar ein stehender Begriff und da hat sich seitdem nichts geändert. Die Klamotten sind vielleicht andere geworden, aber sonst? Wobei sich die Schickeria selber auch geändert hat. So, was ist denn für die typische oder typische Personen von der Schickeria? Wer ist denn das bei dir? Laut, schrill, geschäftlich, Kokain oder Shampoos saufen an der Bar. Das ist genauso, wie sie es heute im Lied so beschreiben. Genau, wie sie es beschreiben. Neureich, aha. Ja, genau. Dabei sein wollen. Wow, finde ich, so sehe ich es auch, das meiste. Und vor allem die Aufmerksamkeit wollen, gell? Ja, man genau. Will gesehen werden. Unbedingt, auch wenn man nichts zum Sagen hat. So wie wir. So wie wir haben aber nichts gesehen. Aber wir haben ja keine Schickeria. Ich war mal mit einem Späßifurt und dann hat er gesagt, dann haben wir so einen Tisch gehabt in der Disco oder wie haben wir heutzutage gesagt, im Club. Und dann sagt er vor einmal, Bum, dann müsste man da umgehen. Hä? Warum? Das ist der wichtige Bereich. Der Tisch ist doch viel näher an der Bar, das ist doch viel besser. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe Minger, wirklich hat er gesagt, ich habe Minger gelernt, da an dem Tisch sehen uns am meisten Leute und wir sehen wir am meisten. Das habe ich Minger gelernt, hat er gesagt. Ja, so ist es wahrscheinlich für die Studenten, die jetzt zum Beispiel irgendwo alle nach Minger kommen zum Studieren, also die normalerweise so Landeier sind, weißt du, erste Semester oder wie heißen die, Novizen? Nein, weiß ich jetzt nicht. Novizen sind noch dem Kloster, ja, oder nicht? Ja, ich weiß schon, ich habe gehofft, dass du das jetzt überhört hast. Nein, die werden auf jeden Fall eingewiesen
und sind am Anfang total schüchtern und schauen so, was geht im Inger und ja, dezent und noch die alten Werte von daheim mitgebracht. Aha. So einen Porsche parkt man nicht vorm Haus, sondern hinterm genau Haus. Sowas. Aber hier ist es genau andersrum. Genau, gleich ein Behindertenparkplatz oder halber am Gehweg, sowas, genau. Aha. Und dann da werden die da eingeführt. Und die Ohren bleiben dran hängen und finden das dann geil und führen sich dann entsprechend auf. Kommen natürlich und die anderen fangen wirklich einmal das Arbeiten an, sozusagen. Genau. Mhm. Die kümmern sich dann drum, werden dann wirklich reich und berühmt und bekannt oder werden dann irgendwie sowas wie der Röntgen oder werden halt nichts. Oder sitzen dann in Stadelheim. Oh, das Leben eine reine Party. Gefühlt. Gefühlt. Gewollt. Gefühlt. Wer ist jetzt für dich ein typischer, also vom Namen her, welche Personen verbindest du mit der Schickeria? Schickeria. Also den Augen nachzuurteilen, denkt er sich gerade. Also so der Typ, die Geissens zum Beispiel. Ach, das. Ja, wobei, das ja aber wobei aha. man sagen muss, dass das, glaube ich, eher so eigentlich so eine Kunstfigur ist, weil ich glaube nicht, dass der auf der Brennsuppe hergeschwommen ist. Also nein, der macht, aber dieses Verhalten, glaube ich, das trifft so ziemlich. Ah, das ist für diese Schickeria. Ja, aha, genau. Aha. Also möglichst laut, möglichst, also ein bisschen prollig auch. Oder natürlich. Bisschen drüber. Genau, so, bisschen oder? Drüber. Aha. Das kann natürlich auf der Prollseite wie beim Geißen genau. sein, mit diesen komischen Glitzer-Shirts und also alles. Weißt du, so, da gibt es viel bedruckte so Hemden mit andersfarbigen Krägen mhm. und abgesetzte, wie nennt man die Ärmelenden? Manschetten? Manschetten, ja. Mhm. Oh mein Gott, ich habe es ja irgendwann gelernt. Ich wollte gerade sagen, was machst du denn dabei in einem sehr namhaften Bekleidungshaus in München? Ja, ja. Nein, ich sage schon genau. nichts. Und, also, und dann halt dann die feine Gesellschaft. Also die Mohner, das halt fein sind, die sind nicht ganz so laut. Aha. Aber die sind geschäftlicher irgendwie. Schließt du da jetzt halt quasi auch Leute ein, die wo jetzt nicht in der Münchner Schickeria sind, sondern so schickimicki ein bisschen ist ja, jetzt das was ist du so, auch sagst, gell? Ja, so ein bisschen elitäres Verhalten, was eigentlich gar nicht angebracht war, weil das gibt's ja im alternativen Bereich ja auch. Zum Beispiel, wenn man es im Musikbereich sieht, das ist jetzt natürlich böse und wahrscheinlich gibt es jetzt einen Haufen Hater, das ist so dieser Jazz-Bereich. Die sind halt alle so ein bisschen, wir wissen, was bessere ja, Musik ist und wir hören uns am Abend 6000 Akkorde und nicht plus 3. Also da sprichst du jetzt vollkommenes Chinesisch für mich, wo ich von der Musik gar keine so viel Ahnung habe. Der eine oder andere, der zuhört, das weiß ich ganz sicher, der lacht da schon. Meinst du, so ein paar Jazzmusiker dabei? Ach, das war jetzt ein Witz, schau her, den habe ich gar nicht verstanden. Aha, okay. Ja, das sagt man halt so. Für mich ist ein typischer Protagonist von der Münchner Schickeria ist für mich der Rudolf Moshammer. Ja, freilich. Mit seinen Auftritten. Ja, oder der Gerd Käfer. Der Gerd Käfer ist dabei. Jetzt sagt der Bruder Michael Käfer. Der Michael und Käfer, der Gerd nicht so, aber der Michael. Jo, der Gerd war ja der Häppchenlieferant für die Ja, freilich, aber das ist ja dann auch wieder Business und die haben sie aber dann wirklich und die haben sie ja erarbeitet. Haben sie erarbeitet, ja. Genau, oder so der Konstantin Wecker zum Beispiel. Mhm. Ist auch so ein bisschen, der ist zwar nicht so laut, also weiß ich nicht, das ist auch schon länger her, glaube ich, 80er Jahre, 90er, da hat der recht Gas gegeben. Jetzt räumen wir es einmal ein bisschen auf. Ich habe jetzt nämlich einmal nachgeschaut, wo das überhaupt herkommt. Und gehen wir mal ganz früher zurück. Nach dem Krieg hat das so ein bisschen angefangen. 50er, 60er Jahre. Da ist erstmals so ein bisschen diese Party- und Playboy-Szene ist da so ein bisschen ins Laufen gekommen. Die wirkliche Schickeria war dann so 70er, 80er Jahre. Aus den 50er, 60er, da hat es einen total krassen Playboy gegeben, der sich James Graser genannt hat. James Graser? Also auf gut Bayerisch, der Graser Hans. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Der war anscheinend genau das, was man sich unter so einem Lebemann vorstellt. Wilde Partys, schnelle Autos, schneller Sex und ein Haufen Reisch. Der muss in den Bayerischen Hof eingegangen sein, hat gefragt, sind Hosen da? Und wenn dann einer gesagt hat, also unten am Pool, hat er gefragt, sind Hosen da? Und wenn dann jemand gesagt hat, ja, dann muss er mit seinem Bademantel gleich runtergegangen sein, hat Bauch einzogen und ist da drauf vorbeigegangen. Super. Oder, was er da gesagt hat, Kinder, das Rohr ist da. Ach du Scheiße. Jo. Bring mal sowas heute.
Das willst du halt, ja, du bist mit einem Hax im Gefängnis, glaube ich, wenn du das halt sagst. Es kommt drauf an, wenn es die richtige Community ist, dann kann das vielleicht sogar lustig werden. Das stimmt, sagen wir so. Ja gut, wenn man da bei Bayerischen Hof am Pool liegt, da muss man damit rechnen, oder? Dass da so einer daherkommt mit so einer Frage. Da rechnet man nicht, da erhofft man es ja vielleicht sogar schon. Ja, aber das ist ja eigentlich auch eine eingeschworene Gesellschaft. Mhm. Also du kommst ja da entweder nicht rein, so wie eben das bei der Murphy Gang singt. Aber wenn du da schon mal drin bist, dann kannst du dann, glaube ich, auch wieder auf deren Level alles erlauben. Kannst du alles sagen? Champagner umeinander spritzen, am Tisch nackert tanzen, total wurscht. Super. Solange du akzeptierst, dass halt morgen in der Zeitung steht. Das darf ja gar nicht mehr sein. Zeitungen ist ja gar nicht mehr das Schlimme. Weil, oder ich weiß gar nicht, wie das ist. Du darfst vom Prominenten ja nicht mehr einfach privat mehr Fotos machen. Die müssen da ja einverstanden sein. Aber das Gefährliche ist ja das, weil jeder heutzutage schon sein Handy mit dabei hat. Oh, stell dir mal vor, die nackert. Sehe ich die nackert im Internet, da darf ich mir auch denken, warum war ich nicht bei der Party dabei? Mich nackert im Internet? Ja. Das da zahlst du nicht. Das ist vollkommen inklusive bei meinem Internetanschluss. Ja gut, aber schau mal, wenn jetzt jeder ein Handy hat, dann kann ja jeder irgendwelche Fotos machen. Und ja, stell dir mal vor, der verkauft das an die, ja, ich habe jetzt Zeitung gesagt, mir ist schon klar, dass es Internet gibt. An irgendeinen Verlag, an irgendeinen, ja. So. Ja, aber ohne Bildrechte ist das schwer. Also ohne die Persönlichkeitsrechte. Weiß ja keiner. Der eine kassiert, der andere kassiert und dann unterschreiben beide eine Unterlassungserklärung und verdient haben es trotzdem im Vorfeld. Gut, okay. Wurscht, ja, wenn du das magst, ja. Wenn du dann sagst, der Sieger, der verklagt mich nicht, ja klar, dann mache ich es natürlich. Genau. Jetzt werden sie vielleicht leider fragen, ja, Moment einmal, früher hat es doch die ganzen Partyfotos und alles gegeben. Mhm. Da muss man sagen, natürlich wollten die das zum Teil auch. Und früher, da hat es ein paar Gerichtsurteile geben, aber da steigen wir jetzt nicht ein. Es sind Entscheidungen drauf geworden, dass die Prominenten privat in Ruhe gelassen werden. Früher hat es doch öfters so Fotos gegeben, wo jemand beim Essen mit dem und dem sitzt, da irgendwo aus dem Kaktusstock rausgeschossen. Sowas gibt es ja heute nicht mehr. Außer es ist vereinbart. Aber ansonsten ist das bei uns nicht mehr möglich, weil Persönlichkeitsrechtsverletzung kann gleich abgemahnt und verklagt werden. Ich glaube, in den USA ist das... Da darfst du, glaube ich, ganz normal offen filmen. Da brauchst du nichts blören. Das habe ich mich auch schon gefragt, weil da sieht man noch ab und zu so Fotos. Ja, ja, ja. Das kann sein, dass du siehst, wenn du da prominenter bist und du magst nicht gefilmt werden, USA ist gestrichen. USA? Nein, da gehst du nicht. Kleinen Schweiz. Da darf, also zum Graser zurück. Darf der jeder fotografieren. Ja, also der hat dann sein Rohrprob. Wie hat er gesagt? Das Rohr ist da. Der hat gesagt, Kinder, das Rohr ist da. Okay, super. Sind wir wieder beim Thema, das Niveau steigt. In dem Fall ja. Also wir steigen zumindest chronologisch, steigen wir. Oh, ich lasse jetzt bei den 50er, 60er, ja, da ist... Das Niveau steigt urologisch. Chronologisch. Also weil du Rohr gesagt hast. Nein, wurscht. Nein, chronologisch steigen wir. Oh, das war der Anfang von den Playboys. Und in die 70er, 80er, ja, ist dann der Begriff mit der Schickeria gekommen. 70er, 80er, ja. Da war so die Hochphase. Da war ja so mit Mooshammer, Uschi Glas war da dabei, der Roberto Blanco, der Ralf Siegel, der Käfer natürlich. Mei, wie hatten die geheißen? Die Wildbauer? Nein. Wildbauer? Dieses Model damals. Ach, du meinst du die Uschi Obermeier? Uschi Obermeier. Ja, genau, die, glaube ich, war so, war das nicht so, wann war das? War das 60er oder war das 70er? Ja. Irgendwie so die Zeit da. Ja, ja. Mhm, genau. 70er, ja. Genau. War da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die der Kern war, aber natürlich hat die da auch gefeiert, gell? Genau. Überhaupt. Ja, die ganze Film, Fernsehbranche, Medien, Werbeagenturen und so weiter und so fort. Mhm. Da waren alle am Start. Jeder, der gesehen worden ist oder gern gesehen worden war. Schnelle Geld, schnelle Autos, schnelle Frauen. Was willst du denn mehrer? Der Begriff ist 1963 in einem Buch veröffentlicht worden, Schickeria. Echt? Ja. Da gibt es nämlich einen an Gregor von Rezzori. Sagen wir einfach, er ist deutschsprachig und der sagt, dass er das Wort erfunden hat. Das war Schriftsteller und Schauspieler, hat einige Bücher geschrieben und er beansprucht diesen Begriff für sich. Der hat nämlich 1963 ein Buch veröffentlicht. Und da heißt es, Idiotenführer durch die deutsche Gesellschaft, dritter Teil, Schickeria. Aha, und hat er sich das schützen lassen?
ich weiß nicht, ob schützen, aber er sagt, er hat da die Urheberrechte. Man hat ja oftmals auch Rechte, wenn man es nicht schützen lässt, also wenn man irgendwie belegen kann, dass man der Erste war, glaube ich, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht alles. Der hat das 1963 in diesem Buch geschrieben und er sagt da so, ich zitiere mal, die Schickeria, sie darf nicht unter sich bleiben, sondern sie muss die Gesellschaft anderer suchen, nämlich die von noch höheren, reicheren, mächtigeren. Der Schickeria wohnt ein unstillbarer Expansionsdrang inne. Dagegen ist ja grundsätzlich nichts zu sagen und recht hat er ja, weil eigentlich ist das ja das Ziel, dass die, die jetzt, sagen wir mal, da eher weniger bemittelt sind, also finanziell auch, ein bisschen Aufsehen erregen, damit sie von den noch größer Kopferten gesehen werden. Ja. So ist es, oder? Was würdest jetzt du da, wenn du jetzt du sagen würdest, ich mag jetzt in Schickeria, was würdest jetzt du da tun? Schickeria? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt merke. Ja, das ist jetzt nicht die Frage. Ja, was soll ich mir da einfallen lassen? Keine Ahnung. Ich müsste mir was kaufen, was ich mir nicht leisten kann, damit ich die Leute beeindrucken kann, die ich nicht leiden kann. Irgendwie so. So, dann kannst du dann freie Auswahl. Du entweder überteuerter Leasingvertrag, unnötige Klamotten, viel zu teure Uhren, gut, ich brauche jetzt nicht den Nobelfriseur, also da, ich da, nicht. Ja, du hast eh schon so einen guten Haarschnitt. Genau. Meine Lippen aufblasen, Arsch implantieren, solche Sachen. Da gibt es ja alles Mögliche, was man da machen kann. Und dann kommst du dann in so Kreise rein, wo du eigentlich verzichten kannst. Also du gehst einmal einfach nach Bogenhausen zum Mang und dann lass dich da mal informieren. Was ist denn, wo soll ich da hingehen? Zum Mang, das ist doch dieser, der ist am Starnberger See draußen. Nein, du bist ja ganz falsch. Jetzt hast du dich geoutet, du bist nicht Teil der Schickeria. Habe ich doch gesagt. Der Mang ist am Bodensee unten. Okay. Der Schönheitschirurgen meinst du, das gell? Ist ja ganz gut, dass wir das auch rausschneiden werden, hoffentlich. Da schicken wir die einmal hin, da lassen wir die Lippen aufblasen, die Nasen korrigieren. Du musst irgendwas Verrücktes musst du haben. Ja, genau. Irgendwelche verrückten Klamotten oder irgendwie was im Gesicht verändert. Das ist wahrscheinlich die Szene, wo du gemeint hast in der Röntgenfolge, weil du gesagt hast, da hat es dann so Partys gegeben, da haben sich die Leute geröntgt und haben dann so von sich selber so Fotos gemacht. Ich glaube, das war mit einem ähnlichen Risiko verbunden, so wie das, Lippen aufspritzen, Nase verschönern, sonstige Sachen straffen und so weiter oder Implantate setzen. Wie damals. Das war halt auch für die Schickeria. Das ist ja schon eine andere Nummer. Ja, aber das war schon auch Schickeria, oder? Ja, aber auf der Party irgendwelche Fotos oder Röntgenfotos zu machen, ist ja schon mal was anderes, als sie in den Hintern ein Implantat einmachen zu lassen. Ja, manche machen ja das Implantat vorhin ins Mai rein. Ins Mai? Ja, also rund um das Schlauchboot da, was man halt so sieht. Aha. Kann man die schon gut auf dem Wasser vorstellen? So als kleiner Schlauchbootfahrer. Mit dem Schlauchboot. Hey, da wird Schickeria sagen, hey, kommt der Sigi wieder, das ist der Neueste bei uns. Wieso so? Kapitän Schlauchbootfahrer. Ja, kannst du dir das vorstellen? Ich mit aufgespritzten Lippen. Jetzt mal ohne Schmarrn. So, weißt du, wie so ein Duckface. Ich glaube, das wird so lustig ausschauen. Also wer die jetzt bildlich, in der Kombination mit der Nase, gell? Ja, wer die jetzt bildlich nicht in Erinnerung hat, Sigi seines Zeichens hat kahlrasierte Haare, hat eine Brille auf, einen Gesichtserker und wie nennt man so einen Bart rund um die Lippen? Hat das einen Namen? So dieses. Meine Schwester sagt Arschlochbart dazu. Oh. Aber also ich sag's auch ohne Riker-Bart. Also so wie es der Stefan Raab so ein bisschen immer gehabt hat, ja, genau ist das da so bei dir. Und da vor dem Bart, da wo man eh schon die Oberlippe schon gar nicht mehr gescheit sehen kann. Ja, weil der wächst schon wieder ins Meine. Ja, jetzt genau. Muss ich wieder drinnen. Also da darf jetzt plötzlich auf einmal ein Schlauchboot hängen. So. Das war geil. Mein, da fällt mir jetzt was ein, aber das kann man nicht im Podcast sagen. Nein, dann sagst du es nicht. Nein. Oder sagst du schon, Freilich? Nein. Aber ich sag dir, was die Leute sagen dann. Die dann sagen, hey, da kommt der Schlauchboot-Sigi wieder. Der Schlauchboot-Sigi. Es hat früher das nämlich einmal einen gegeben in die 50er, 60er. Das war der Bratwurst-Michi. Der Bratwurst? In der Schickeria, ja. War das? Ja. Gibt es den heute noch? Nein, der hat das Nürnberger Bratwurst-Glöckl und Augustiner am Dom hat der geführt und beide in die Insolvenz geführt und dann ist er abgehauen nach Manila. Nach Manila? Ja, mei, was ist das? Ist bei Indien, oder? Hauptstadt von den Philippinen. Ach, Philippinen, ja, gut. War weit nur weg, gibt es wahrscheinlich, oder hat es damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, wahrscheinlich kein Auslieferungsabkommen gegeben.
Ja, das war der Bratwurst. Was ist aus dem geworden? Weiß man da was? Das habe ich nicht nachrecherchiert. Weil sobald der draußen war aus der Münchner Schickeria, habe ich mir gedacht, da geht es mir nichts mehr. Und da hat er dann in Manila irgendwie ein Schickeria-Franchise aufgemacht. Möglicherweise. Der hat garantiert da auch noch irgendwas in die Insolvenz geführt. Mhm. Steuertipps für Flüchtlinge aus der Schickeria in München. Gibt es eigentlich bloß die Münchner Schickeria oder hat er jede Stadt so seine ihr eigene Schickeria? Ich meine, der Fendrich hat ja über Wien gesungen. Mhm, der Fendrich hat über Wien gesungen. Die Wiener Song auch ein bisschen, die kennen den Begriff ja Schickeria schon auch. Mhm. Die haben aber nur einen anderen Begriff, die Song der A dabei. Der A dabei. Also A dabei. A dabei. Also mhm. Auch dabei. Ja, ja, so vielleicht. Die, wo auch gern dabei sind, aber eigentlich nichts sind. A dabei. Das ist ganz einfach zu definieren, scheint es, die Schickeria. Gell? Mit ein paar einfachen Worten ist das gleich jedem klar, was gemeint ist. Ja. Also die enge Schickeria, das ist wirklich diese Gesellschaft in München, der so ungefähr 70er, 80er Jahre und halt jetzt halt nur so Ausläufer. Ich denke, das war dann einmal ein Freundeskreis, aber die gibt es ja, die Hochphasen ist vorbei, würde ich mal denken. Die ist halt anders. Also die ist, glaube ich, aufgespaltener, also im Jazzmusiker, ja, dann Jazzmusiker. Dann Malerei, diese Geschichten, also diese Künstler, ja. Schaffende Künstler. Dann die alternative Szene, die ist ja auch schön mit Doppelmoral ganz gut behaftet. Mhm. Und da ist irgendwann muss sich immer profilieren. So. Es gibt so viele unterschiedliche, gell? Also früher die eine Szene, da, die ist in Schickeria, Schickeria, da hast du gewusst, wenn du da reinkommst. Münchner Freiheit aussteigen, rechts rum und fertig. Ja, genau. Ja, okay. Und heute gibt es für alles, wie du gerade sagst, so viele unterschiedliche Abspaltungen, gell? Ja. Gibt es nicht mehr die eine große Ding. Die Schickeria hat sich da spezialisiert. Mhm. Ja, die von der er geht auf die Zielgruppen ein. Du, ich hab auch so ein Schickeria-Erlebnis, gell? Dabei habe ich das gar nicht gewusst. Bei dem Murphy-Gang hat er gesungen, sie kommen nicht rein in die Schickeria da. Und dann waren wir wieder mal im Hugos. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Schickeria ist. Ich habe es jetzt da gelesen, dass das Schickeria sein soll. Kennst du es schon, oder? Ja, genau. Und naja, gehen wir da so rein. Und ein Spezi war in der Stadt und der hat dann wieder eine mitgebracht. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie es hergegangen ist, dann wollte sie die auf alle Fälle an der Bar was holen. Die haben es nicht angeschaut. Kannst du dir das vorstellen? Das kann ich mir vorstellen, ja. Da war nicht viel los an der Bar. Die sind an der vorbeigegangen. Die ist dort gestanden wie ein Depp. Ja, wenn du da höflich wartest, da darfst du keinen Service erwarten. Da habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Weil da war ja auch so ein bisschen, weißt du, so mit Champagner und so auf die Tisch und so, das war da schon ein wenig. Und dann haben die das Mädel nicht bedient. Die war zu leise, oder? Die war von der Statur her nicht klar. Ja gut, das ist ja auch wichtig. Ich vermute, die hat die falschen Klamotten noch gehabt. Das war irgendwie so ein bisschen lässig und so. Casual Look. Und weißt du, was das Schlimme ist? Dass auch gerade sie war Modedesignerin. Arbeitet wirklich für einen sehr großen Konzern, dessen Namen ich jetzt nicht nennen mag, und ist da und bestimmt das Design im Teil von so Moden. Und die kriegt eben meinetwegen schicke Dings da, kriegt die da nichts zum Trinken. Also da war ich schon ein bisschen durch. Mei, da hat es wahrscheinlich in dem Laden geschaut, was die Leute, die es normalerweise einkleidet, damit die auch was zum Ozean haben. Ja, möglicherweise. Das wird sein. Und dass die natürlich dann nicht mitspielen darf. Da stellen wir vor, die kündigt morgen und es gibt niemand anderen wie sie, da haben die anderen nichts mehr zum Ozean. Die müssen es dann irgendwo zum Kurschubsen gehen. Zum Kurschubsen, ja, mei. Vielleicht ist es ja so, aber wir wissen doch alle, wenn du halt nicht mehr bist, dann gibt es morgen einen anderen. Ja, genau. Das ist eh wieder so. Oder aber wenn wir zwei nicht mehr sind, dann gibt es kein Bayern absolut mehr. Und das war tragisch. Das stimmt. Das war, ja, was denn dann die Leute sonst hören? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht gab es etwa einen anderen. Aber es wird Schickeria. Das wird halt alles weniger dann. Aber da haben wir noch Zeit in 40 Jahren. Ja, wir machen ja Qualität und keine Schickeria. Gell? Wir machen auf alle Fälle Qualitätsgespräche. Das müssen wir wirklich sagen. Was aber ein Riesenvorteil ist, das muss ich nur einwerfen. Wirf's einer, aber trifft mich nicht. Die machen gut Umsatz. Wer? Also Schickeria. Ah, Schickeria. Mhm. Schickeria und zwar auf allen Ebenen. Weil Alkoholkonsum. Ja. Dann wird natürlich gespeist, also hängen ein Haufen Arbeitsplätze drauf. Ja. Die sind halt ein bisschen laut, aber mein Gott,
Das akzeptiert man dann, die Trinkgelder sind entsprechend. Gut, das Mobiliar, was dann zerstört wird, zahlt Versicherung. Mhm. Also da läuft dann auch wieder was rum. Dann natürlich der Drogenkonsum. Der ist ja quasi durch die ganzen Schwarzgelder und so weiter sowieso im Bruttoinlandsprodukt prozentual mit eingepreist. Also ich tue jetzt einen kurzen Warnhinweis. Wir raten ab zu Schwarzgeld und Drogenkonsum. Bitte nicht machen. Nein, das ist nichts, weil sonst sitzt dann in Stadelheim. Aber Hauptsache, ihr seid in. Auch nicht nach Stadelheim gehen. Das soll es auch nicht so schön sein. Ja, das ist dann das ist die Endstation. Schwedische Gardinen, habe ich gehört, gibt es da. In Mingen? In Stadelheim. Ach so. Haben sie importiert oder was aus Schweden? Kennst du den Begriff Schwedische? Nein, ja, freilich kenne ich den. Ja. Ja, aus Schweden importiert. Die macht man wieder selber. Ich wollte auch mal ein bisschen Blätterhering. Mhm. Mal wieder. Blätterhering kostet gut. Ja. Aber weißt du, wenn du dann auf so einen einfach gestrickten Menschen wie mich triffst, der was halt einfach nicht so gut versteht. Ach so. Also weißt, muss ich langsamer reden. Na, weißt du, was mein Ding? Ich bin so, kennst du das? Entweder denkst du, ja, sag mal, dass ich kenne das nicht. Oder du denkst, da macht er schon wieder so einen Witz, so, wo ich abwägen muss. Und du siehst das einfach, dass wir uns viel zu selten sehen, dass du meinen Humor, der so unterschwellig kommt, so ein bisschen. Ja, aber du musst dir einen Hinweis geben. Du musst einen Hinweis geben. Ja, so, wie jetzt, so wie in Deutschland üblich, dass man jetzt heute einen Humor erklären muss. Ich sage, Leute, passt auf, wir machen jetzt einen Witz. Achtung, das ist Satire und solche Sachen. Ja, aber du hast es so neutral gesagt. So, also wie eine Aussage. Wenn's jetzt das mit den schwedischen Gardinen? Ja. Sprachlos. Ja, sprachlos. Weil bevor jetzt sprachlos im Minger. Nein, aber wenn, du hast schon gesagt, ich kann mich da nicht so äußern. Und wenn ich jetzt was sage, dann fühlst du dich vielleicht beleidigt. Nein. Nicht? Nein. Na gut, ich wollte halt deinen Intellekt nicht beleidigen. Mein Intellekt? Was für ein Intellekt? Wo war denn der? Mein Danke für das Kompliment. Ah, siehst du, ich werde schon rot. Danke für das Kompliment. Bin froh, dass wir da an 1,50 Meter auseinandersitzen. Ja, sicher. Abstand muss sein. Lange, ja. Haben wir schon dabei. Also, Chicoria, weiter geht's. Weiter geht's. Filme über Chicoria. Der Helmut Dietl hat so schöne Filme gezeichnet. Filme und Serien. Freilich. Zum Beispiel, was hat er gemacht? Legendär natürlich, der Monaco Franzi. Rich Ditch. Er war ja einfacher Bürger. Sie war seine Frau, gespielt von der Ruth-Maria Kubitschek, war halt in der Bussi-Bussi-Gesellschaft drin. Bussi-Gesellschaft, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, hast du es gesucht? Ja. Aha. Ich wollte es nur auch noch mit Bussi-Bussi. Links, rechts, Bussi-Bussi. Ah, wir haben uns alle lieb. Sowas. Und dann gibt es noch, das ist übrigens ein Luftbussi, gell? Ist das? Nicht so wie die Franzosen oder die Spanier so oder was auch immer. So Wange an Wange, gell? Ja, nein, aber nicht so Luft, eigentlich so. Also nicht berühren. Da kriege ich Gänsehaut schon her. Da kriegst du eine Gänsehaut, gell? Furchtbar. Echt? Das Getue, das muss ich nicht haben. Echt? Nein. Bussi. Na, wichtig ist die Armbewegung, die du dazu hast. Ach, boah, das kommt. Weißt du schon so. Und dann tust du die Hände nach oben, Handflächen nach oben. Und dann leicht nach hinten mit so einer Bewegung. Das kannst du für echt gut, gell? Das ja, hast du richtig gut drauf. Logisch, ich war doch auch schon mal da im Hugos. Da habe ich mir das alles angeschaut. Ich habe das, glaube ich, verdrängt. Alles ist verdrängt, das habe ich auch verdrängt. Also es ist schon... Ja, ich muss es nicht haben, ganz ehrlich. Das ist mir zu anstrengend. Weil so, das ist so... Es ist einfach drüber. Aber sowas wie Kir Royal, das gefällt dir doch schon, oder? Hast du den gesehen? Ja, aber das ist ja mehr Comedy, das weißt du ja. Das ist mehr so ein Gaudi, so ein bisschen überspitzt dargestellt. Ja, natürlich ist das lustig, aber der Titel, der schafft es, diese Schickeria so geil zum Skizzieren, der hat ja da den Michael Grätzer, dieser damalige Kolumnist, der Klatschreporter quasi, der wurde ja alle so beschrieben überall. Und den hat er da ja beschrieben in dem Ding, der hat ja Baby Schimmerlos geheißen, der Franz Xaver Grötz. Und die Gesellschaft, das kannst du dir schon so vorstellen. Also irgendwie verrückt, immer auf dem Sprung oder zur nächsten Aufmerksamkeit. Das hat der schön gemacht. Ja, aber im Endeffekt sind es ja auch Menschen mit ihren Wünschen, mit Gefühlen und mit der Suche nach irgendwo Glück und Liebe. Ja, Sigi, du sagst das. Ja. Jeder Mensch will doch irgendwo zurückkehren, oder? Freilich. Und wenn es auch zur Champagnerbar ist, aber jeder mag irgendwo dazukehren. Ja. Jeder sucht sein Glück. Das finde ich, kann man so sagen. Bevor er daheim allein sauft, gell? Ja, nein, allein saufen ist nicht schön. Nein. Ist nicht schön. Und drum ist es heute, glaube ich, vielleicht noch als abschließende Analyse, Sigi.
Ich vermute, dass das heute mit der Schikaria ein bisschen schwieriger geworden ist, dass die erstens übersehen haben, Nachwuchs heranzuzüchten und zweitens, dass diese Klatschreporter nicht mehr so gibt. Die gibt es, glaube ich, schon. Also, aber die Interessen haben sich gewandelt und so wie die Klatschreporter musst du jetzt dich spezialisieren, in welche Schikaria du einsteigst. Ja, genau, lass mich sagen, Klatschreporter gibt es schon und gibt es ja gerade nur so Promi-Nachrichten noch. Aber diese, die wo so einen Zirkel behandeln, heute darf ja jeder in die Klatschspalten schon kommen, der wo einmal irgendwie, was weiß ich, Kabi-Träger bei Promis unter Palmen oder irgendwie sowas war. Der ist ja heute schon in der, darf ja schon da rein. Was ist ein Promis unter Palmen? Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber irgend sowas Ähnliches gibt es doch, das was so heißt, wo Promis irgendwie. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ja, irgendwie sowas. Was sagst du noch? Abschließende Meinung von dir, Sigi? Ich habe fertig. Du hast fertig, ich bin jetzt auch fertig. Sigi, komm, jetzt schenken wir uns einen Champagner ein. Das machen wir. Hoch die Tassen. Das war's schon wieder mit Bayern Absolut. Falls ihr euch übrigens fragt, woher das Wort überhaupt kommt, so ist die Antwort folgende. Es gibt zwei Bedeutungen, von denen man das ableitet. Nämlich von schick, Eleganz, vom Französischen oder Italienischen und dann von dem jiddischen Wort schickern, das so viel heißt wie sich betrinken. Ja. Mei, Schikaria, gell? Ich finde, feiern ist selber was, das gehört zum Leben dazu, das muss man machen. Soll ja jeder so halten, wie er mag. Jetzt feiern wir wieder mal ein bisschen mehr und ich hoffe, dass ihr die Folge auch feiert, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grübig.